Cool. Nice. Ja, wer wollte ich mich nur muten und kurz ausblenden, weil ich husten musste? Startet das Spiel einfach komplett von vorne. Gut, dass das Autosave hat, das Ding. Da muss die Kamera leider anbleiben. Kraftstoff ist niedrig. Ich habe eine neue E-Mail. Kaufe eine Toilette. Cool. Ich habe gerade voll das Kratzen im Hals. Schweinerei. Warum? Einfach alles schmutzig und schon ist ja. So. Da kommt der Sprit. Wir waren so kurz vor den 700 Geld. Ja, aber dann verschlucke ich mich ja nochmal. So, ich habe ja das kratzte Mal, weil ich mich verschluckt habe. Komm noch langsamer. Meine Güte. Ist alles mein Geld, was hier flöten geht. Immer da. Rudi steht wieder hinten, ne? Thanks. Oh. Rudi braucht Sprit. Viel hilft viel. Oh, die neuen Sally-Emotes sind so toll. Damit das Kratzen vom Kratzen weggeht, ja. Wo ist jetzt hier... Ja. Oh, Kunde an Kasse. Oh, zieh dir was an, Junge. Awesome. Und dann Kraftstoff. Good job. So.
voll. Wie schnell ist denn sein Sprit alle? Der Rudi. Dann Kraftstoff. Pretty much what I ask for. Gerne doch. Ja, schon wieder Sprit alle. Oh, stimmt, wir können am Lager mal gucken gehen. Die habe ich noch nicht. Runter in Kasse. Ich komme. Und dann Kasse, upsi. Schade ist, dass man hier nicht rennen kann. Irgendwie ist meine Tankstelle schon wieder schmutzig. Fehlt ein Stück vom Balken. Pelvis. Das war, glaube ich, eine Klapperschlange, ja. Thanks. Jetzt brauchen wir fast wieder Sprit. Wetten? Es geht noch. Türen. Ach, hier, kommen sie alle rein. Können sie alle was mitnehmen. So, der Parkplatz ist leergeräumt. Den könnten wir freischalten. Der kostet aber auch 400 Geld. Ich würde erstmal das Level von unserer Tankstelle erhöhen, damit wir... Entschuldigung. Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass hier vor mir ein Mikrofon ist, um dann bestenfalls die Toilette bauen zu können. Nice. Los. Also ich glaube, Susi hat vorhin gefragt, welche Aufgabe am meisten Spaß macht.
Tanken? Nee, ich glaube, die Kombi macht es so ein bisschen. Die Kombi aus tanken, kassieren, sauber machen, renovieren. Ja, ich glaube, die Kombi ist es. Aktuell. Ich weiß ja nicht, was wir bei den Klostern machen müssen. Ob es dann nicht ein bisschen zu viel wird, vielleicht, auf was man alles gucken muss. Dennis verprügeln, obwohl wir ihn erst einmal gesehen haben. Beim zweiten Mal war ich gerade, glaube ich, in einem Telefonat, als Dennis hier gewütet hat. Das war nicht so gut. Ah, toll. Ich hab's kaputt gemacht. La, la, la. Rein theoretisch könnte man halt in der Zeit, wo man wartet, irgendwie beim Lagerhaus streichen, aber dann ist am Ende hier so viel los. Oder wir räumen unsere Bude auf. Schade. Oh, das ist ja gemein. Da liegt ja was im Weg. Ja, man kann halt mit jedem Level, mit dem man aufsteigt, awesome, neue Regalarten kaufen. Aktuell habe ich halt nur Getränke und Snacks. Ich will gerne irgendwann noch Zigaretten. Du kannst auch Zigaretten verkaufen und Alkohol und Eis. Das ist Level 2, glaube ich. Level 3 weiß ich gar nicht, was dann noch dazu kommt. Great! Wir haben hier. Genau, Level 2. Ich kann rein theoretisch ein Alkoholregal, ein Zigarettenregal und Eisregal. Kann ich schon bauen, aber. Ja, wir haben hier, wir brauchen 700 Geld, damit wir unsere Tankstelle auf ein neues Level bringen können. Und das brauchen wir, glaube ich, um die Toilette bauen zu können. Aber ich weiß es halt nicht so genau. Wollen wir so ein Eisdings bauen? Ja, wenn da ein großes, oder? Ja, so. Was soll's, wir werden schon auch irgendwann genug Geld haben. Schon ist das ganze Geld wieder weg. I was worried I'd go over budget.
Aber Level 3 meinst du? Mal gucken. Jetzt haben wir erstmal wieder das ganze Geld ausgegeben. Jetzt müssen wir warten, bis die Lieferung kommt. Dann können wir hier nochmal auffüllen. Na, Eis haben wir noch nicht. Tut mir leid. Toll. Erst noch kassieren können. Jetzt muss der Lieferwagen hinten wieder warten. You're a lifesaver. Ja, gern geschehen. Gerne Lebensretter. Ja, ich komme. Jena hat Geduld. That'll do. Los, schnell raus, damit ich hier zumachen kann. Jetzt kommen die Diebe. Da stand Autopflege. Okay. Gucken wir mal, wenn wir die $700 zusammen haben. Ich meine, ich finde es ja gut, dass du bei dem Spiel nicht auf irgendwelche Öffnungszeiten angewiesen bist. Du kannst halt einfach... durchweg spielen, also verkaufen. Ja, das Spiel ist auch cool, Susi. Ich freue mich sehr, dass du mir das geschenkt hast. Oh, falsche Seite. Ich komme sofort. Erstmal ein Müllbeutel gegen den Kopf. Nice. Fehlt nur noch so die Möglichkeit, dass du vielleicht die Preise noch selber bestimmen könntest, für was du das verkaufst. Oh, es ist schmutzig. I see. Ist wieder sauber. Ja, erstmal Pringles mitnehmen. Und ein Joghurtdrink. Keine Pringles. So. Hä, wie schnell hast du das alles genommen? Bitteschön. Thank you. Will jemand ein Eis? Toll, es liegt ein Eis da oben drauf. Ich weiß gar nicht, ob das noch Early Access ist. Ja, Susi. Bitteschön. Für dich. So, der nächste kauft es einfach mit. So.